Moin und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit Preußen bzw. Deutschland bzw. Europa. Wir haben, wie der Name Europa schon sagt, wie uns gehört ganz Europa. So, das haben wir geschafft. Jetzt sind wir momentan mit Indien im Krieg, also mit den Maratha, um genau zu sein, die halt, denen halt quasi ganz Indien gehört, bis auf zwei Provinzen. Und wir haben außerdem schon angefangen, Schiffe nach Amerika zu schicken. Ja, wir gießen die über Amerika aus, weil wir haben ganz viele losgeschickt. Und das sind so zwei Sachen, die werden wir heute in der Praxis sehen, wie sich das entwickelt. Erstmal gehen wir in die nächste Runde rein, denn wir waren nämlich außer Bewegungsreichweite raus. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh. Natürlich darauf achten, was die Maraten machen, dass die sind momentan am gefährlichsten für uns. Feindliche Segel in Sicht. Oh, das könnte gefährlich werden. Ich will es nicht riskieren. Ich schicke den mal weg. Neue Verteidigungslinie bilden. Weil da kommt ja die Verstärkung von hinten. Also. Okay, keine Ahnung, was das wird. Wir holen ja jetzt Verstärkung ran. Verstärkungsarmeen. Und mit denen können wir dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Und dann werden wir dir schon irgendwie zurückschlagen. So, wir überfallen eine Handelsroute. Mehrere sogar. Moment. Achso, es ist hier, okay. Weg ist versperrt, Weg ist versperrt. Das ist alles hier. Wird es wahrscheinlich sein, ja. Flotte kommt an. So, wie sieht es denn hier mit den Flotten aus? Wir hatten eine hier runtergeschickt. Hier, der kann dann eigentlich aber bleiben. Dann schicken wir den nächsten hier hin, würde ich sagen. Das können wir sogar direkt übernehmen, so wie es aussieht. Wow. Das war einfach. Gar keine Schlacht gebraucht. Wie sieht es denn aus mit den Leuten dort? Ja, mal einen Moment da bleiben, um. Gut, die Werft kann weg, die brauchen wir nicht. Aber mal eine Runde da bleiben, um zu gucken, wie sich das dann entwickelt oder so. So, können wir ein bisschen aufbauen und so dort. Was haben wir noch? Noch eine Flotte kommt an. Hier oben. Dann fahren wir doch mal hier hin, Neufundland. Das dürfte doch auch machbar sein, oder? Die lehnen ab, weil das ist quasi nur eine Fraktion mit nur einer Provinz und die geben nie auf. Nur halt da unten Trinidad und Tobago oder was war, das war halt eine Provinz von den Piraten und es war nicht die Piratenhauptstadt, deswegen haben sie das nicht mit allen Mitteln verteidigt. So, jetzt können wir hier alles eigentlich aufbauen noch. Was ist das? Katholizismus. Ne, den können wir nicht gebrauchen. Weg damit. So, und das reparieren wir auch. Moment, wenn wir hier wieder rausgehen. Ha, wir können sogar direkt weiter. Perfekt, wir können direkt jetzt weiter zur nächsten Provinz. Das ist ja perfekt, aber wo wollen wir als nächstes hin? Wenn wir schon da oben jemanden haben. Ja gut, hier Rupert's Land zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man geht halt zu den Indianern zuerst, ne? Hier zu den Ureinwohnern. Was haben die da, haben wir da oben? Wie sind die Inuit waren das, ne? Genau, die waren das. Die haben halt auch keine Verbündeten. Das heißt, wenn wir uns mit denen anlegen, werden wir dafür nicht so viel Ärger kriegen, international gesehen zumindest nicht. Das heißt, wir können da schon mal hinfahren. Ne, das hier regelt sich ja von alleine. Genau. Ja, dann haben wir schon die ersten Provinzen Amerika eingenommen. Ne? Hier haben wir noch mehr Schiffe da unten in dem Bereich. Den wollte ich da unten hinschicken.
sind in der Falle. Das geht auch nicht. Aber so machen wir das dann. So. Alles Mögliche ausbauen. So. Und dann habe ich den schon. Genau, du sollst dich erholen. Und je nachdem, wie es den Leuten hier geht, können wir gleich versuchen, weiterzulaufen. Und das geht auch. Uns fliegt die Provinz nicht um die Ohren oder sowas. So, kannst mal weiterfahren nach da. Mit denen wollte ich direkt zur Hauptstadt. Ist die Frage, ob ich das tun sollte oder ob ich nicht erst... Holen wir uns vielleicht erstmal eine andere, weil die schwächer... Wir müssen erstmal gucken, vielleicht haben die... Ist die Hauptstadt super stark bewacht? Das kann natürlich sein. Dürfen wir uns nicht wundern, wenn es so ist. Deswegen erstmal hier, würde ich sagen. Beginnt mit der Belagerung. Das lehnen sie ab. Machen wir es mit einer Schlacht. Jetzt sehen wir leider trotzdem nicht, was sie da in der Hauptstadt haben. Das hätte ich jetzt halt gerne gesehen auf die Weise. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Dass man das schon sehen kann. Dadurch, dass wir einfach nur in der Nähe sind. Das ist sogar schon fertig. Ach nee, das ist von der anderen Provinz. Ja, dann sehen wir es so von hier aus noch nicht. Können wir denn... Wenn wir denn wieder hier aufs Schiff gehen. Liegt uns dann die Provinz um die Ohren oder... schwierig. Können wir mit dem wieder zurück, mit der Armee? Wir sind eine Flotte, keine Armee. Ja, aber da war eine Armee drauf, Freundchen. Naja gut, ich hoffe, dass wir jetzt von keiner piratischen Übermacht angegriffen werden, während wir hier sind. Aber ansonsten haben wir jetzt schon mal was gut gemacht, ne, in Amerika. Jetzt haben wir in einer Runde 1, 2, 3, 4 Provinzen eingenommen. Boah, wenn das so weitergeht. Nicht schlecht. Wird natürlich nicht ganz so schnell weitergehen. Das ist klar. So, jetzt sind wir hier. Ich kann erstmal die ganzen Nachrichten hier löschen, die wir haben. Provinz erobert, Eigenschaft erhalten, bla bla bla, blablabla. So, wie sieht's hier aus? Ah, sehr schön, die haben sich erholt. Die auch, alle frisch. Sehr schön. Das heißt, wir können die jetzt kaputt kloppen. Die haben überlebt und rennen weg. Na toll, hab ich richtig Bock drauf, die hinterher zu rennen. Wie rennen wir denn am besten hinterher? Der könnte die erreichen, das heißt, können wir mit... Das ist halt die Frage, wenn ich mir da hinschicke. Immer gut. Das reicht schon. Der rennt weg. Entschuldigt, Sir. Ich lasse mich das nochmal zurücknehmen, den Auftrag. Abbrechen und nochmal neu, weil die waren ja vorher frisch. Jetzt habe ich in einer... ne? So, der muss erstmal weg, weil der kann uns sonst Ärger machen. Einfach, auch wenn es nicht viele sind, aber die müssen weg, weil sonst besetzen die irgendwelche Gebäude und machen uns irgendeinen Ärger, auf den wir keinen Bock haben. Und jetzt schicken wir den Rest einfach. So. Ja, wir müssen natürlich die im Auge behalten, wo die noch hinrennen. Aber wir haben dann wieder einiges an Truppen weggenommen. Das ist schon mal wichtig. So. Hier unten auch gucken. Hier geht's weiter. Das ist eine ganz kleine Armee. Die müsste schnell weggehen. Oh, hat schon wieder nicht gereicht, die komplett kaputt zu machen. Die anderen da hinten. Naja, ne, wir gehen jetzt halt auf die Stadt zu, hätte ich jetzt gesagt. Also gut, es ist keine Hauptstadt, ne? Aber da ist halt eine Armee. Die will ich weg haben. So sieht das ungefähr aus, genau. Ja,
Na, Indien ist halt groß, das heißt, wir werden da eine Weile brauchen, bis wir da vom Fleck kommen. Aber sonst. Wollen wir noch ein bisschen Geld ausgeben. Und dann können wir den nächsten Schritt gehen, die nächste Runde. So, das Geld ist weg. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hätte ich jetzt gesagt. So, ich hoffe, die haben keine allzu großen Armeen mehr. Aber gut, wir wissen es jetzt gerade auf Anhieb nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Wie war es hier? Können wir die... Ne, können wir noch nicht, ne? Ne. Eine Runde lassen wir die noch da stehen. Gut, dann gehen wir schon mal in die nächste Runde. Da kommt schon die nächste Flotte. Ah, da rennt einer hin. Ach, da ist eine größere Armee sogar noch. Es kann halt sein, dass wir durch die Wüste so schlecht durchkommen, dass wir eine Schwierigkeit haben werden, die einzuholen. Das könnte halt passieren. Dass wir so ein bisschen die Möglichkeit versäumen, sie abzufangen. Oder sowas. Wenn wir Pech haben, passiert das halt, ne? Also sie besetzen unseren Hafen, na toll. Aber die greifen uns nicht an. So. Die Provinz haben wir letzte Runde eingenommen. Jetzt ist schon, da schon Ruhe eingekehrt. So. Wenn ich jetzt mit denen hier hinfahre. Fahren wir mal hier hin. Ach, da ist niemand. Na dann. Das werden die natürlich verteidigen, weil das ihre Hauptstadt ist. Aber die werden es nicht schaffen. So. Sie haben es nicht geschafft. So. Die Armee war schon beim Auffrischen. Das heißt, die können die jetzt nicht nochmal auffrischen lassen. Weil die von der letzten Runde noch damit beschäftigt waren. Was wir mal machen können, ist, wir können hier mal eben... Wobei, nee, das geht so nicht. Wenn die im Hafen sind, können wir die nicht so angreifen, so einfach. Glaube ich zumindest nicht. Oder wie war das? Wie ist denn das hier, wenn wir jetzt hier... Oh, wir können die sogar. Gut, dann... gut, der Hafen kann weg. Okay. Ja, hallo? Naja, gut. Nächste Runde erst. Wir können hier unten weitermachen. Ups. Mit Guyana. Ja. Auf den Krieg vorbereiten. Das lehnen die ab. Dann machen wir es mit Gewalt. Ah, hier können wir sogar ein bisschen was auffrischen, was wir beim letzten Mal noch nicht gemacht haben. Weil da welche vorher keine Verluste gehabt haben und jetzt aber die ersten Verluste hatten. So. Und hier können wir ausbauen. Das können wir ausbauen. Hier bauen wir einen Handelshafen hin, den wir vorher da noch nicht hatten. Wir können weiter nach Curaçao. Wo ist eigentlich die Hauptstadt von denen mittlerweile? Hispaniola, okay. Das heißt, Curaçao, wenn es nicht bewacht ist, wir werden sehen. Ah doch, die haben sowas. Und das verteidigen sie auch. Naja gut. Naja gut. Ah ne, Quatsch, das will ich gar nicht. Ich will das abreißen, ich will da ein anderes Verwaltungsgebäude haben. Wir haben da noch ein bisschen Nicht-Protestantismus, das heißt, da werden wir erstmal umstrukturieren, sage ich mal. Die Weberei oder was das war, abreißen und was anderes hin. So, können wir denn hier... Ach so, was ich mir noch frage, haben wir hier Steuern? Das brauchen wir keine hohen Steuern. Ja, so. So, okay.
So sieht das aus. Das heißt, wir könnten hier schon... weiß ich nicht. Ich meine, wie weit kommen wir denn jetzt noch? In der Runde. Mit Glück kommen wir vielleicht zur nächsten Provinz, aber wäre das eine gute Idee? Weiß ich nicht. Denn wenn wir jetzt hier das Gebäude abreißen, was wir haben, ist nächste Runde bestimmt eine ganz andere Stimmung hier. Moment. Ich meine, man kann es auch versuchen. Wir können ja recht schnell wieder zurückkehren. Wahrscheinlich. Kommen wir jetzt schon hier Spaniola angreifen. Oh, schade. Noch nicht ganz. Erst in der nächsten Runde kommen wir dahin. Schade. Naja, gut. Hier ist schon wieder eine Flotte angekommen. Übrigens, da. Kommen wir denn da mal hin? Bahamas oder sowas. Oder hier Florida. Das hat auch keiner. Komischerweise. Komisch, dass sich die Nachbarn das noch nicht geschnappt haben. Naja. Jetzt ist die Frage, wie viel ist hier los? Wir sind bereit und warten. Ja. Müsste doch machbar sein. Oh, okay. Erst nächste Runde. Schade. Aber es dürfte auch recht schnell zu machen sein. So, hier bauen wir eine Kirche für Protestanten hin. Und dann machen wir mal in Indien weiter. Also, das bauen wir weiter aus. Was haben wir denn hier? Hier ist noch eine Armee. Oh, das wird schwierig einzufangen. Irgendwie müssen wir den hinterher rennen. Schick mal zwei Armeen in die Richtung. Und hier schicken wir auch mal jemanden hin. Nein! Ich war zu optimistisch. Ah, es ist bitter. Sind unbesiegbar. Och Mann. Bereit für Befehle. Boah, ist da wenig übrig geblieben jetzt. Naja, machen wir es als nächste Runde, ne? Ah, schade. Ja. Bereit für Befehle. Wir sind mächtig und unbesiegbar. So, dann schicken wir doch mal hier welche hin. Weil in der einen Stadt, wo ich die erst hatte, ist jetzt keiner mehr. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Wie Ratten im Käfig. Was? Trommel zum Rückzug! Was? Zurück! Nachschub sammeln! Wir waren so überlegen. Ach man, jetzt wird das doch noch spannender, als ich mir das erhofft habe. Bereit machen und Befehl bereit machen. Ihr ergebenster Diener. Na toll. Brauchen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen Verstärkung. Ich baue hier mal ein paar Leute. Können wir vielleicht gebrauchen. Och Mann. Hier vielleicht auch. Bitter. Die hydraulische Presse. Die Fertigungsindustrie hat mit der Bekanntgabe einer neuen Erfindung durch Herrn Josef Brahma, der zuvor bereits unter anderem durch so vorzügliche Erfindungen wie die Biermaschine und das verbesserte WC Bekanntheit erlangt hat, einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Durch Anwendung der von dem französischen Mathematiker Pascal beschriebenen Prinzipien der Fluiddynamik in einem geschlossenen System, in einem geschlossenen System hat Brahma ein
eine leistungsstarke neue hydraulische Presse entwickelt. Eine auf den kleineren Kolben ausgeübte Kraft wird dabei mittels der Flüssigkeiten eine vielfach größere Kraft an einem großen Kolben umgewandelt. Diese Kraft lässt sich in vielen Bereichen des Fertigungsprozesses nutzen und stellt den Beginn einer neuen Ära dar, nämlich der neben der Hydromechanik. Das war jetzt bitter, wie das jetzt gelaufen ist hier in Indien, ne? Mal auch einen General verloren. Naja. Gut, achso, wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Hey, worum geht's? Worum geht's? Ich weiß nicht, worum es geht. Ah. Okay. Das Spiel hat sich selbst verwirrt. Keine Ahnung, was das jetzt war. Gut, damit ist die Folge zu Ende, aber der speichert hier immer, bevor man die Runde beendet. Das heißt, wir haben auf jeden Fall nichts verloren an Fortschritt, sofern der Spielstand nicht komplett kaputt ist. Das heißt, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.